Meine erste Frage gerne an Stefan. Ja. Du hast als erste Mal dritte Liga jetzt trainiert, Damen. So als Fazit jetzt nach der ersten Saison. Erkenntnisse, Fazit. Ja, also es ist. Ich ziehe mein Training schon durch. Also es ist nicht mehr die erste Damenmannschaft. Also ich glaube, das wäre der Unterschied dann größer, wenn man bis jetzt zum Beispiel nur Männer trainiert und dann im Damenbereich geht. Aber ich habe ja schon beides trainiert und der Aufwand ist schon immens. Allein die Busfahrten fürs Auswärtsspiel, die Spielvorbereitungen, Video schauen, Video zusammenschneiden. Also das ist natürlich schon ein Riesenaufwand zum normalen Training dazu, was ich jetzt so lange Zeit nicht mehr hatte, also ganz früher mal, wie ich so Co-Trainer in der zweiten Liga war, dann kannte ich es schon auch, aber da ist man halt nicht verantwortlich als verantwortlicher Trainer und das ist natürlich schon, muss man sich dran gewöhnen, aber ich glaube, wenn man es zusammenfasst, war es gut und eine tolle Saison gespielt und dann halt mit einzelnen Problemen, ich will jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, aber ich glaube, fürs erste Jahr haben wir wahnsinnig Spaß gemacht. Auch mit Ingo zusammen war ja auch, musste man auch erstmal rausfinden, wie das ist, weil wir ja zusammen das machen. Also jeder hat so seinen Aufgabenbereich, weil wir standen halt ungefähr im Schnitt, denke ich, immer 10 bis 12 WhatsApp am Tag und telefonieren und sprechen uns ab. Konnte ja auch keiner wissen, ob das so funktioniert in der Absprache, wenn man nicht zusammen das Training macht, sondern eigentlich wir sehen uns ja fast nicht, nur im Spiel, also unter der Woche gar nicht. Und auch das hat super geklappt und wir sprechen dann über einzelne Spielerinnen, was tun wir, was machen wir. Also rundum hat alles gepasst. Der Ingo ist ja eher für das defensives Abwehrverhalten zu. Nee, Ingo ist hauptsächlich die Mädels fit zu machen. Also das ist unsere Hauptaufgabe. Und das hat man ja gesehen, wir hatten zwei Wechsler am Wochenende und haben dann am Schluss Hauenstetten noch niedergespielt, die glaube ich 10, 12 Spieler auf jeden Fall hatten. Und haben die noch richtig niedergespielt. Also ich denke, da sind wir schon sehr, sehr weit. Und das ist ja auch im Bereich der Vorbereitung, da wo wir jetzt stehen sollen, einfach, dass die Mädels fit sind und das Spielerische kommt dann so Ende August, Mitte, Ende August geht es dann so ans Feintuning, wenn dann hoffentlich die Spielerinnen, die wir uns vorstellen, auch zusagen und da sind, dass wir dann einfach mit dem kompletten Kader trainieren können. Weil momentan ist es natürlich schon ein bisschen dünn im Training, was jetzt nicht so viel ausmacht, weil wir sehr viel individuell trainieren. Aber dann so in 3, 4 Wochen soll er dann schon der Kader stehen. Was jetzt zum Auftaktprogramm, die ersten 3 Spiele? Ja, müssen wir sehen. Also gut, in Allensbach sind wir sicherlich nicht Favorit. Allensbach ist wie jedes Jahr wahrscheinlich auch selbst anhand, was ich jetzt so gehört habe, Favorit. Also das kommt uns entgegen. Pragmatisch gedacht ist es auch schön, dass die weiteste Fahrt gleich am Anfang ist und wenn man noch voll im Saft und motiviert ist. Ich habe dasselbe letztes Jahr gesagt, also ich mag es jetzt nicht vom Gegner abhängig, sondern wir wollen unseren Handball weiterspielen. Wir wollen noch offensiver, noch schneller nach vorne spielen und dann wird jeder Gegner mit uns Probleme haben. Und das haben wir letztes Jahr teilweise gut gemacht und dann aufgrund der Verletzungen muss man das Ganze ein bisschen umstellen. Aber wenn der Kader so ist, wie wir uns beide das vorstellen, dann haben wir eine tolle Mannschaft beisammen und schauen wir gar nicht auf den Gegner, sondern nur auf uns. Also das ist immer mein Motto. Frage an Herrn Müller. Mit wie vielen weiteren Neuzugängen können wir rechnen? Mit weiteren Neuzugängen? Ja, was der Robert andeutet. Also angedeutet hat, dass sie vielleicht noch was tut, personell. Also wir stehen kurz vor einem Abschluss mit einer Spielerin, die uns sicher ein ganzes Stück weiterhelfen würde. Allerdings sind wir da einfach abhängig, ob die einen Studienplatz in Regensburg bekommt oder nicht. Und das entscheidet sich also so bis 15. August. Am 15. August, glaube ich, ist der Stichtag. Und dann werden wir wissen, ob wir diese Verstärkung auf jeden Fall haben. Ja, mit Sicherheit. Und ansonsten spekulieren wir halt auch mit der jungen Nachwuchsspielerin aus dem eigenen Verein, die uns mit Sicherheit auch zusagen wird, dass sie die Zeit aufbringt und die Zeit opfert, um in der dritten Liga zu spielen. Stichwort Hallenproblematik, wie schaut es da aus? Also zur Hallenproblematik, ich habe gewusst, dass die Frage kommt, deswegen habe ich heute Mittag um 13.30 Uhr mit der Stadt telefoniert. Ich kann und darf
Und da soll man jetzt sagen, morgen bzw. übermorgen finden Stadtratssitzungen statt. Und wer ein Tagesordnungspunkt bei diesen Sitzungen ist, die Generalsanierung der ESV-Halle. Ich bin überzeugt, dass das im Stadtrat durchgehen wird. Es hat ja schon einige Vorgespräche gegeben und ich bin guter Dinge, dass das passiert. Und warum kann man sagen, dann muss die Halle bis 31.12.2019, also in 1,5 Jahren praktisch, generalsaniert sein. Und das heißt für die Spiele, für den Heimspiele, dritte Liga, weil ja, jetzt sind wir zurückgekommen, wieder limitiert auf 200 Leute dran. Nö, weil die, also normal ist die Halle auf 100 freigegeben für Zuschauer. Wir spielen also unsere Heimspiele in Königswiesen, das wird also unsere Heimhalle, auch von den Zuschauern her und von, ja, wir haben da mehr Zuschauer einfach in Königswiesen. Ich glaube, das wird auch dann unsere Heimspielhalle, wenn man mal sich daran gewöhnt hat, dass man in der Halle spielt und das Publikum wird dann wieder zahlreich erscheinen, bin ich überzeugt. Gestern hast du eine Frage gehabt zum Thema Publikum. SG, die Regensburg Adler, sind ja aufgestiegen. Kann ich das in irgendeiner Art und Weise zuschauen lassen? Also wir haben alles versucht in der Vorplanung, dass wir mal zumindest die beiden Mannschaften nicht am selben Tag spielen. Denn sagen wir mal, das Handballpublikum in Regensburg ist leider Gottes noch ziemlich begrenzt. So dass wenn beide Mannschaften an einem Tag spielen würden, sicherlich das zu beiden Lasten gehen würde. Also da würden die Regensburger Adler darunter leiden, genauso wie wir. Da wir den Terminplan gehabt haben, hat unser Frauenmann, der Herr Jens Föstl, das abgestimmt mit den Regensburger Adlern, sodass wir sämtlichen Doppelveranstaltungen, wenn ich es so bezeichnen darf, aus dem Weg gehen. Und das funktioniert? Das funktioniert. Gut. Wir werden uns maximal, wenn es schlimm geht, zweimal kreuzen. Okay. Ja, die dritte Liga ist ja eine enge Geschichte gewesen. Vergangene Saison, der Meister hat 12 Verlustpunkte gehabt. Wenn es die Konstellation ergibt, wie in der Saison oder übernächste Saison, bis du schaust, steigst du in die zweite Liga auf, wie dieser schmaler Grat, behaupte ich mal. Relativ eng beieinander. Ist mittelfristig die zweite Liga bei eingleisig erstrebenswert? Frage mich? Ja. Zweite Liga ist einmal generell erstrebenswert. Wenn ich richtig informiert bin über den DAB, dann spielt man beim DAB Gott sei Dank mit dem Gedanken, die zweite Liga wieder zu trennen. Und das sollte als erster Termin genannt wurde in der Deutschen Handballwoche die Saison 2021. Das heißt, wir sind jetzt 18-19, würden 19-20 aufsteigen, spielen wir 2021 in der zweiten Liga in der zweigeteilten. Wäre also für uns vom Ablauf optimal. Wir nehmen es natürlich auch. Liegt aber nicht nur am DAB. Liegt nicht nur am DAB, sondern wir müssen natürlich auch unsere Leistung bringen, das ist das eine. Und das andere ist, wir haben also überhaupt nichts dagegen, wenn wir eine Saison in der Eingleisigen spielen. Unsere Spielerinnen fahren gerne mal an die Nord- und Ostsee, warum sollen sie das nicht einmal genießen? Also wir würden uns nicht sträuben, sage ich so. Es hat Grömenzell geschafft, eine Saison zu überstehen, warum sollen es mir nicht überstehen? Es hat Arnstetten geschafft, warum soll es der ESV Regensburg nicht überstehen? Sicher haben diese beiden Orte, mit Sicherheit steht bei denen der Handball mehr im Vordergrund wie in Regensburg, weil beide Orte haben keine Fußballmannschaft, haben keine Eishockeymannschaft, die haben eigentlich gar nichts, die haben nur Handball. Ja? Und, aber trotzdem bin ich guter Dinge mit Unterstützung unserer Sponsoren. Ich bin auch überzeugt, dass sich weiter andere Sponsoren dann akquirieren lassen. Bin ich auch überzeugt, wenn man in der zweiten Liga spielt. Also wir
kurz und bündig gesagt, wir wehren uns auf keinen Fall und wir würden auch eine eingleisige zweite Liga in Angriff nehmen. Saisonbeginn ist ja am 15.09. in Alsbach, haben wir schon gesagt. Was sind denn jetzt noch für, ja, kann man sagen, Highlights in der Vorbereitung? Letztes Jahr war der im Osten und in Österreich. Ist sowas angedacht oder wie macht das dieses Jahr? Also wir werden jetzt Anfang August, das ist ja auch so, dass ich ja auch mal Urlaub habe und der Ingo auch, also das ist auch wieder abgesprochen. Also ich bin jetzt nächste Woche noch da, bin dann im Urlaub. Und im Anschluss geht der Ingo dann in Urlaub und so haben wir auch den Vorbereitungsplan gelegt. Das ist Anfang August, ist in Rostal wieder so ein Athletiktag. Da sind die Mädels von früh bis abend da mit verschiedenen Trainern, mit Athletiktrainern, mit Lauftrainern, mit allen möglichen, dass sie dann ja schon am Samstagabend ja, fertig sind. Und so muss das auch sein. Also das ist der komplette Samstag, werden wir wieder tun, Athletiktag. Dann haben wir Mitte August in Chemnitz ein Tagesturnier, also fahren früh los, spielen da also gegen drei Drittligisten aus dem Osten und eine Zweitligamannschaft, namentlich Zwickau. Also auch schon mal gut am Gradmesser, wo wir dann stehen Mitte August und haben dann in dem ersten Septemberwochenende, also zwei Wochen vor Saisonstart, Trainingslager in Pilsen und unsere zwei tschechischen Mädels, die uns da sehr unterstützt haben mit Übernachtung und Training und alles. Und dann auch dann zwei Spiele haben, zwei Trainingseinheiten und auch Samstagabend dann gemeinsame Mannschaftsabend verbringen. Und ja, dann vielleicht noch kurzfristig das ein oder andere Vorbereitungsspiel, was wir machen können, nicht müssen. Das sehen wir dann, ob wir es noch brauchen oder ob wir dann lieber sagen, wir trainieren dann die Sachen noch wirklich. Aber das sind so die Highlights dann bis Saisonstart. Okay, vielen Dank. Und abschließend jetzt noch deine Wunschvorstellung, dass du sagen kannst, mit jetzt haben wir die beiden Spielerinnen, was würdest du sagen, wie viele Spielerinnen braucht es noch, um sorgenfrei in die Saison zu gehen? Das weiß man nie, wenn man die Verletzungsgeschichten angeht, aber was würdest du sagen, ist jetzt noch was braucht es noch an Spielerinnen? Also, man kann jetzt ja davon ausgehen, dass sich immer 4-5 Spielerinnen verletzen. Das wäre natürlich blöd, wenn man das immer mit einkalkuliert. Also wenn es wieder so läuft wie letztes Jahr, dadurch, dass die Mädels so topfit waren. Und man sieht, wir hatten letztes Jahr, gut, die Anna Fuhrmann ist lang ausgefallen, weil die sich in Hauenstetten schwer verletzt hat, fällt über so eine Werbebande nicht planbar. Und Franzi Peter steigt halt nach 5 Minuten erste Spielrückrunde jemanden auf den Fuß. Bänderriss passiert und ansonsten hatten wir nichts. Und das hat man jetzt auch am Wochenende gesehen, wie fit die Mädels jetzt schon sind. Und das ist eigentlich die beste Prävention, sage ich immer, wenn der Körper in einer topfitten Verfassung ist. Ne? Und würde man wünschen, so 2-3 Spielerinnen noch zu haben. Wir haben auch gesagt, auch letztes Jahr schon, wir wollen die eigenen Talente aus der Jugend mit einbinden. Das tun wir auch momentan, sind also 2 Spielerinnen, die regelmäßig bei den ersten Damen mit trainieren, also auf jeden Fall mal die Vorbereitung mitmachen. Ob sie dann zum Einsatz kommen, das müssen wir sehen. Aber zumindest sind die fleißig am Trainieren und haben ja dann die Möglichkeit, in der zweiten Dame zu spielen oder auch mal in der ersten reinzuspielen. Wollte gerade sagen, das geht ja dann leicht, weil es da alterstechnisch keine Festspielregelung gibt. Das heißt, dieses zusätzliche Training mit den Damen 1 hilft natürlich dann auch perspektivisch. Der Dame 2, wenn die sich mit dem Stärkeren die Hörner abwetzen. Okay, falls es keine Fragen mehr gibt, oder so, Gerd ist noch. Noch eine. Ja. Zu den Männern vielleicht einen ein oder anderen Satz, wie es da ausschaut, war der sehr erfolgreich vergangene Saison. Das Männerteam? Das Männerteam war sehr erfolgreich, also ich darf sagen, mehr als erwartet. Die Männer haben sich verstärkt. Es kommen ja 2 Spieler zurück, die voriges Jahr das ganze Jahr verletzt waren, der Schauder Bastian und der Fuchs Benedikt, die ja eigentlich sehr, sehr lang ausgefallen sind. Wir haben ein ganz klares Ziel, das kann ich sagen, wir wollen besser werden wie im Vorjahr.